Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships and Licensing. Jurassic Park. Isla Nubla, 120 Meilen vor der Westküste von Costa Rica. Mission, okay. Ich blute, mal kurz gucken. Das ist schon ziemlich ungewohnt. Ich blute das nicht. Ah. Ich kann nicht ewig davonlaufen. Im Bereich Erforschungsszene verwenden Sie die Pfeiltasten oder WASD, um nach Objekten zu suchen. Ah, oh. Was ist das denn? Komm, komm schon raus, wo immer du bist. Ah! Oh. Ich weiß gar nicht, was ich machen musste. Ich habe einfach mal hochgedrückt und irgendwie... Wie lustlos wurde der denn? Oh! Geschmissen. Ah! Ich kann nicht mehr... Ich hätte nicht so viel Drogen nehmen sollen die Nacht. Und der Kater hört nicht auf. Ja, du. Ich hätte mal gerade lesen sollen. Ja. Genau. Der Furz musste raus. Was ist der Eingang zu beseitigen, dass mehrere Tasten ganz hochgedrückt werden müssen? Okay. Und jetzt, da sind zwei gleich. Sind das Chamäleons? Na? Ach du Gott, noch eine. Ich glaube, ich bin umzingelt. Was ist das? Langsam nach hinten. Langsam nach hinten. Ganz ruhig. Wenn ich euch nicht zuhöre, tut ihr mir auch nichts. Wenn ich euch nicht zuhöre, ganz ruhig. Oh Scheiße. Ah! Der nächste Absturz im Leben. Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Bäh. Au. Ich kann das auffangen können. Komm, komm, komm. Yeah. Was ist denn los jetzt? Ich bin tot. Wenn ich euch nicht zuhöre, tut ihr mir auch nichts. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, der nächste Abschluss zum Leben. Okay. Oh Gott, nein. Oh, immer dasselbe. Warum nur Silber? Erstmal ausruhen. Was ich jetzt hier aus dem Boden und ziehe in die Richtung des Pfeils. Das gibt's nicht. Ich bin schon lange nicht mehr aufgestanden. Ist das ungewohnt? Ich schaff das aber. Ich soll es mir abgewöhnen. Dauert das gesaufen. Vortag. Ganz ruhig. Billy, bist du das?
heute noch, ich kann nicht mehr. Ey, da kommt noch ein Monster. Los, los! Jurassic Park, The Game, Episode 1, der Eindringling. Hey, willkommen im Jurassic Park, yay! Zuvor am selben Tag, bei der Party. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe mit anfangs schon guter Audioqualität. Ich bin gerade übel stolz auf mein Mikro, na egal. Schöne Aussicht, aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer oder wie er heißt. Er mag mich. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ich sehe Dschungel und so, aber keine Dinos. Sieh dich um, du wirst sie finden. So, wie gesagt, bevor wir jetzt weitermachen, erstmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe von Jurassic Park The Game. Warum schon wieder Dinos nach Orion Pollute? Weil Dinos geil sind. Dagegen kann man nicht sagen. Jeder mag Dinos. Auch Leute, die keine Dinos mögen, mögen Dinos. Aber anstatt uns hier aufzuhalten, wer keine Dinos mag, niemand. Hey, hier ist so ein Zoom-Dings dran. Suchen wir mal. Keine Kosten gescheut. Ding. Wegen ein Zoom-Ding an einem Fernrohr. Okay, also Fernglas. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Das sind Vögel. Ach, vergiss es, nur ein paar Vögel. Ich will einen Dinosaurier sehen. Ich meine, außer die Bekloppten von vorhin. Ob ich Bill jemals wiedersehen werde. Ich will jetzt nicht überall reinscrollen. Wo könnte ein Dino sein? Wenn ich ein Dino wäre, wo wäre ich? Am Zaun bestimmt nicht. Also guck ich mir. Warte, da ist einer. Oder bin ich nur sein? Na? Hier? Na? Na, 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 na. Hallo? Hallo. Da. Jetzt. Ah. Warte, warte. Ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Die Steuerung? Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Durftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. So, ja, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich leider sagen. Wo ist der Dino hingelaufen? Nee, Enter, wo ist er hin? Aber nicht. Achso, das ist keine Straße. Ich dachte zuerst, das ist eine Straße. Was ist das denn? Das ist ein Bunker. Cool. Da verstecken wir uns bestimmt nachher drin, kann ich wetten. Na? Was ist denn das da für ein kleiner Bunker? Ein Gerätelager. Für Reparaturen an kaputten Dinos? Ja, wir halten sie immer in Schuss, weißt du? Ja. Es muss die Zündspule vom Triceratops bereinigt werden. Aber wo ist der Dino hin? Dino, ich weiß ja nicht mal, was das für ein Dino war. Ein Auto? Okay. Ist er hier? Ich sehe einen. Oh, egal. Nur ein Felsen. Ich sehe einen Felsen. Ist ja fast ein Dino. Das ist echt fast ein Dino. Wird es hier so hochgelaufen? Da kann er ja nicht nur hier sein. Was für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Heliconia. Haben die nicht giftige Mittel? Na was? Ja. Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Vielleicht. Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. So viel zum Thema anfangs gute Audioqualität. Manchmal kommt so ein. Oder ist das nur bei mir so? Dino, Dino, Dino. Dino Power. It's a Power Ranger. Die Spuren führen in den Fluss. Klar,
der Triceratops hat ein Bad genommen. Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Ja, der Fluss ist ja auch so breit. Warte, warte, warte. Ich gehe einfach mal den Fluss nach, weil... Oh, hier. Da, 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 da. Da sind die Fußspuren, da sind die Fußspuren. Genau. Da führen Spuren aus dem Fluss heraus. Du bist auf der richtigen Spur. Ja, ich bin auch ein Meisterdetektiv, ne? Ich hab Detektiv Conan jetzt erst mal geguckt. Das muss ja dann wohl hier sein, oder was? So, wenn das die richtige Spur ist... Da, ich sehe es, Dante. Sego! Na, was los? Okay, ich sehe sie. Nein, Tritze. Da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Ja, Mann. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über einen Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen. Was? Das will ich sehen. Sie müsste sich mal die Hörner abstoßen. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Was? Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Komm schon. Hast du noch Zeit zum Packen? Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich habe gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Besserwisser. Komm, gehen wir. Das wäre doch echt schade. Bei starkem Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord. Die lassen mich nicht zu Wort kommen. Das wäre doch echt schade, wenn wir das Boot verpassen, oder? Tagebuch. Ah! Habe ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen. Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry wird uns nicht hintergehen, dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson, hier ist Dodgson. Die Dame kennen wir doch. Es ist ihr egal. Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Was hast du da? Mal gucken, oben ist nichts. Ah, links ist nichts, rechts ist nichts. Ah, einfach mal zum Funkgerät greifen. Wie lange warten wir auf Ihre Kontaktperson? Das könnte eine Weile dauern. Laut dem Detektor ist er nicht mal in der Nähe. Oh, die hatte sogar einen Akzent. Das gefällt mir sogar sehr gut. Weiß Ihnen, Jen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Du bist ein ganz schön eingebildeter Schnösel. Nehme das, die Schuf. Ich hab deine Nase. Na, ich hab deine. Na, hör auf dich zu bewegen. Ich hab deine Nase. Hör auf zu poppeln. Okay, weiter geht's. Was ist auf dem Foto? Das? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasierschaum. Aha, sicher. Rasierschaum. Sam hat sie gesagt, Sam. Neuer Dialog verfügbar. Mit Miles. Zu reden, wählen Sie das Symbol unten rechts. Rasier Sam. Bezahlung. Sturm. Ab geht's.
Ich mit meinem coolen Akzent. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das klingt für mich Russ. Ist das Russisch? Nein. Oder? Das ist Sam. Hm. Reden wir erstmal über die Bezahlung. Wie teuer ist denn der Rasiersaum? Ich berechne Überstunden, wenn wir länger warten. Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment. Verdammter. Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wir werden Bill noch mal wiedersehen. Zeigen Sie diesen Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Auf das Symbol in der unteren linken klicken, um die verschiedenen Schauplätze des Ortes zu untersuchen. Cool. Eine Weltreise. Einmal da, einmal. Hey, hier stehe ich doch. Okay, dann nicht. Aber der telefoniert gerade, da habe ich keine Lust zu. Lass mich mal telefonieren. Lass uns mal in den Bunker gucken. Naja, in dieser. Ach, genau. Schleich noch unauffälliger hin. Hallo. Achso, du darfst mich ja, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Ne? Oh, ich bin in Kontakt. 551832. Merken. 551832. Was ist das hier? Vorsichtig. Das wird nichts. 55. Okay, wir müssen ihn anrufen. Der sieht uns ja eigentlich nicht. Wir kommen da nicht ran. Und wir machen 55. Ich habe die Nummer vergessen. 557832. Okay, jetzt haben wir es. 557832. Ja, Moment. Okay. Man hat nicht gehört, dass ich gerade. Warum rede ich denn nicht die ganze Zeit mit dem? Oh la la, hallo Lady. Hübsche Kette. Wie komme ich hier weg? Self. Bezahlung. Self. Zutrittskarten. Miles. Self. Pesado. Denk einfach immer an das Geld. Du heißt also Pesado mit Namen. Ey, Kollege, ich bräuchte mal dein Handy. Vielen Dank, sehr hilfreich. Ja, angeschmiert. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Vergessen Sie es, aus Ihnen zu sprechen. Rufen Sie die Wache an. Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie? Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Das wird nichts. No, Barboso. Ich beschaffe uns die Zutrittskarte. Gut. Was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Ich hätte mir die Nummer gar nicht ausschreiben brauchen. Hi, ja, ich bin von der Buchhaltung. Den Typ, ey. Nein, nein, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine... Hey, ich dachte Sie... Oh. Das ging fix, ne? Bin halt schnell. Okay, das war gut, aber... Ich bin der... Hey, Sekunde mal. Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Der flinke Finger von El Pablo. Sie können dort nicht lang. Hallo. Hi. Wir haben Zutrittskarten. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende... Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Ohne Spaß. Der Typ kann lügen. Da. Wow, also ich würde ihm alles glauben. Kann ich Ihnen nichts sagen. Pass mal auf hier, ich bin Mechanikerin. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Die Zäune. Die Zäune, alles kaputt. Ich repariere Zäune, Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Da, hallo? Zur Selbstverteidigung steht nicht zur Auswahl, oder was? Hier sind Dinos. Langsam die Geduld. Ja, es ist ein Werkzeug. Es ist ein gutes Allzweckwerkzeug. Schneiden, hacken, was Sie wollen. Auch den Kopf abhacken.
Zeit. Bürgen Sie für sie? Was? Ich sagte, bürgen Sie für sie. Ja, ja, okay. Verschwinden Sie. Nächstes Mal sollten Sie mich reden lassen. Bitte nicht. Und in dieser Nacht hat sich alles verändert.